Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Oder soll ich einfach nur sagen, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi? Mein Name ist Melek und falls ihr natürlich den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst doch natürlich sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da. Liebe Freunde, in dieser Folge gibt es tolle News tatsächlich, die uns eher dazu bewegen. Es sind keine Leaks oder ähnliches, aber die lassen so ein bisschen erahnen, dass es sich um bestimmte Bewegungen in dem Bereich des Spiels handeln könnte und auch würde logischerweise, und dazu sage ich euch gleich etwas mehr. Falls ihr natürlich andere Ideen, irgendwelche spannende und erregende Details und irgendwelche Informationen über Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi irgendwie erfahren habt, dann sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich bin immer extrem gespannt, ich verfolge das ja so krass und habe euch ja auch versprochen, dass ich ja wirklich über alles sprechen werde, egal was es ist, egal ob es Leak ist, egal ob es irgendwelche News sind, egal ob es irgendwelche Bewegungen sind oder ja, irgendwelche Neuigkeiten gibt oder ähnliches, aber dazu gleich mehr. Bevor wir hier gleich direkt weiterreden, gab es die ein oder anderen User von euch da draußen, die zum Beispiel gesagt haben, ja Melek, hau doch erst ein größeres Video raus, wenn wirklich genug Leaks da sind oder wenn wirklich bestätigte Leaks irgendwie da sind. Die Sache ist die, du kannst nicht einfach zum Beispiel ein Leak produzieren als Video, indem du halt einfach nur sagst, ja hier, guck mal, Bandai Namco hat was bestätigt, weil dann können wir so oder so ganz lange warten. Und bislang gibt es ja nur Teilinformationen, viele bestätigte Informationen, viele unbestätigte Informationen, unter anderem. Und ich habe es ja auch schon sehr, sehr oft gesagt, dass ich wirklich zu allen Sachen von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 möglichst immer auch ein Video machen werde. Aber was jetzt genau kommt, hat mich total wirklich fassungslos gemacht oder einfach nur sprachlos gemacht, weil ich nur so dachte, okay, die gehen jetzt richtig, richtig ab. Und zwar gibt es auf Twitter einen richtig coolen Leak, beziehungsweise auf TikTok. Dieser User kommt aus dem amerikanischen Raum. Seht euch das selbst an. Sein Name selbst ist Sonny Strait, der mehr oder weniger ein Synchronsprecher ist für Bardock, Krillin, General Blue zum Beispiel, und hat auch in der Synchro-Rolle halt eben für Krillin eine ganz besondere Bedeutung. Und der hat tatsächlich etwas über TikTok gepostet, was ultra interessant ist und was ich euch logischerweise auch teilen möchte. Got through recording a video game. A lot of screaming. Can't tell you the video game, obviously, but I played three very distinct characters, and my voice is shot. But I loved every second of it. I just got through recording. Das ist mega interessant, weil wenn man sich das anhört, meint er eigentlich nichts anderes, außer dass er irgendwelche Synchroaufnahmen irgendwie hatte von drei verschiedenen Charakteren. Und was da eigentlich so passieren könnte, wird möglicherweise das neue Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 sein. Also, warum sage ich das eigentlich? Ich sage das deshalb, weil sehr, sehr viele Kommentare, wenn ihr euch die Kommentarsektion einfach mal anschaut, sprechen sehr, sehr viele von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 und von den Charakteren logischerweise. Und was auch obendrauf dazu kommt, ist halt, dass eben Sonny Strait selbst, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, dass dieser halt auch Lissop zum Beispiel spricht und sehr, sehr viele logischerweise halt auch jetzt direkt an Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 sprechen. Und das ist sehr, sehr interessant. Ich spiele es jetzt deswegen nochmal für euch ab. Recording a video game. A lot of screaming. Can't tell you the video game, obviously, but I played three very distinct characters and my voice is shot. But I loved every second of it. Das ist sehr, sehr interessant, wie ihr sehen könnt. Und liebe Freunde, darüber müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen. Wie kommt es dazu, dass er plötzlich sowas zeigt und so? Er weiß logischerweise, dass eben Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 ein richtig krasses Game sein wird. Ein sehr, sehr bekanntes Game auch sein wird. Und die Leute das einfach nur suchten werden. Ihr wisst es auch, dass Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, und das ist nicht irgendwie eine Schönrederei oder irgendwie nur etwas zum Reden, sondern das Game ist hardcore im Hype. Die ganze Gaming-Welt bebt, das wissen die auch. Sehr viele Leute sind extrem Hype und gerade die Stimme von Krillin ist ja nun mal auch eine sehr bekannte Stimme. Auch gerade jetzt unter den Dragon Ball Z-Fans, es ist halt eben noch einmal, ja, die englische Synchronisation müsste das sein, und da sprechen einfach alle Kommentare dafür. Die wissen das auch, und wenn er das so nun mal auch sagt, dann wird das irgendwie in diese Richtung logischerweise gehen.
gehen. Ihr könnt mir natürlich auch logischerweise in die Kommentare schreiben, was er vielleicht noch für Synchronstimmen, ja, in der Gaming-Welt oder so generell für Charaktere gesprochen hat. Das würde mich auch nochmal interessieren. Würde mich auf jeden Fall echt nicht wundern, wenn er auch ganz viele andere, ja, Charaktere gesprochen hat. Und was auch dazu kommt, ist, ich habe ja auch, meine ich, gesagt, dass er auch eben für Bardock zum Beispiel spricht. Also Bardock, der Vater von Son Goku, dazu brauche ich ja wohl nichts zu sagen. Jeder Dragon Ball Z-Fan sollte den Vater von Son Goku kennen. Ansonsten, der abonniert diesen Kanal, verschwindet. Den muss man einfach kennen. Und das ist halt einfach krass. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn das jetzt schon so anfängt. Was heißt das eigentlich? Das heißt nichts anderes, außer dass die Produktion logischerweise von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 irgendwie schon am Laufen sind. Wenn jetzt gesprochen wird, die Charaktere gesprochen werden, das läuft ja auch parallel ab. Also es wird Gameplay, es wird alles programmiert, Struktur, Inhalt und so weiter. Und dann gibt es halt auch nochmal Audiodateien. Also sprich die Synchronstimmen, wann, wie, welcher Charakter etwas sagt und so. Und wenn er sagt, er hatte mega viel Spaß dabei, wie ihr auch unschwer hören konntet, dann bedeutet das was. Also es ist entweder One Piece. Da müsst ihr euch selbst fragen, kommt ein One Piece nächstes Jahr oder jetzt in nächster Zeit? Ja oder nein? Kommt es? Ja oder nein? Zweite Frage, ist Dragon Ball Z geplant? Ist es. Und es spricht halt mega viel dafür, dass es irgendwas in diese Richtung einfach sein muss irgendwie. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie wir einfach weiterschauen werden müssen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Das waren jetzt, ja, News einfach zu dem Spiel. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also wirklich, es interessiert mich sehr krass, was der Typ noch alles gemacht hat, wirklich. Hinzu kommt, dass er auch noch zusätzlich ein Video von seinem Hotel irgendwie gepostet hat, wie er da im Raum ist und irgendwie sagt, Dragon Ball Fans sind überall. Ganz interessanterweise folgt dieses Video genau nach dem Video, was ich vorhin vorgestellt habe. Und das ist sehr, sehr interessant. Schaut es euch mal selbst an. I guess someone at this hotel is a Dragon Ball Z fan. Here's my room service boxes. I guess someone at this hotel is a Dragon Ball Z fan. Here's my room service boxes. Was könnte das bedeuten? Das sind Fragen über Fragen, die wir uns natürlich alle stellen müssen. Ich bin sehr, sehr gespannt, Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Hoffentlich natürlich, wenn ich irgendwelche neuen Informationen, News habe oder so, wie aktuell die Entwicklung und so ist vom Spiel und so. Also ich glaube auf gar keinen Fall, dass wir das irgendwie auf der Gamescom sehen werden. Die Gamescom ist jetzt so schon weniger als in 20 Tagen, soweit ich weiß. Und ja. Wer weiß, was noch auf uns zukommen wird. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und falls ihr natürlich irgendwas Neues herausgefunden habt, wie gesagt, einfach in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielen, vielen Dank fürs Mitschauen. Haut rein, euer Melek.